Erstmal ein bisschen Ordnung auf dem Boot machen, alles hin und her räumen, auf dem kleinen Schlauchboot. Herzlich willkommen bei mir auf dem Boot. Ich begrüße euch alle zu einem neuen Video und möchte euch mal mitnehmen, einfach, effektiv und schnell auf Wels zu angeln. Kann jeder nachmachen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein kleines Boot oder ein Bellyboot, eine Luftmatratze und natürlich ein Gewässer, wo ihr vom Boot aus angeln dürft. Aber das sollte ja bei uns in der Heimat hier nicht das Problem sein. Ich habe eine Rute nur am Start, ohne viel Schnickschnack, eine ganz leichte Aktivrute mit einer kleinen Baitcaster-Rolle und hier oben dran ein Blei mit einer Gummiummantelung, wo ganz viele Gummitentakel abstehen. Dieser Köder hier nennt sich Real Worm Teaser. Warum er sich so nennt, zeige ich euch gleich mal unter Wasser, wie spannend der da unter Wasser tentakelt. Am unteren Ende einen 2-0er Drilling und einen kleinen Einzelhaken. So, ihr habt es ja schon gesehen, was ich alles mit ins Boot geschleppt habe. Auf jeden Fall mal ein guter Vorrat an Tauwürmern für die Waller zum Futtern und für mich was zum Futtern. Y-Food ist da der perfekte Begleiter für so schnelle Angeltrips, vor allen Dingen bei der Wetterlage jetzt. Wir haben Spätsommer, es ist immer noch sehr, sehr warm. Ungekühlt haltbar, mega lecker, macht super satt, nimmt keinen Platz weg im Boot und ein Salamibrötchen würde irgendwann jetzt hier in der Sonne verlaufen. Ich bräuchte eine Kühlbox. Jetzt fangen wir erstmal an, unsere Montage vorzubereiten. Auf jeden Drillingshaken setze ich 3-4 Würmer. Ihr seht, die sind jetzt hier ein bisschen kleiner, sind nicht die dicksten Kollegen. Da passen auch 4 drauf. Immer am Kopf vom Wurm, an dem oberen Bereich, wo es so dunkel wird, einstechen. Falls es jemand interessiert, interessiert die meisten immer brennend, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns an einem sehr, sehr großen Fluss in Deutschland, genauer gesagt in Bayern an der Donau. Bin gerne hier unterwegs und in den nächsten Tagen werden wir hier auch einen Waller-Workshop abhalten. Ich bin ein paar Tage vorher mit Martin angekommen, um uns das Gewässer hier alles ein bisschen anzuschauen. Und in 2 Tagen kommen welsverrückte Angler, mit denen wir hier am Wasser versuchen wollen, ein paar Waller zu fangen. Wir zeigen den Teilnehmern da die gängigsten Montagen und Methoden für das Welsangeln hier in Deutschland. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall zu dem Event auch ein Video auf meinem Kanal erscheinen, was ihr euch dann anschauen könnt, falls ihr nicht sogar beim Event dabei seid. So, der untere Haken, der obere Drilling ist jetzt gut bestückt. Seht ihr schon, richtig saftiges Bündel. Und der untere Haken hängt genau in der Entfernung zum Drilling, wie die Würmer vom oberen Haken heruntertentakeln. Weil oftmals kommt es vor, wenn der Wels vorsichtig beißt, dass er einfach hier unten an die Würmer geht und so dran zupft. Und wenn wir jetzt hier im unteren Bereich des Wurmbündels einen kleinen stabilen Einzelhaken haben, das ist der Cathooker in der Größe 1-0, der auch mit ein paar Würmern garniert ist, das ist dann oft die Falle, die den Waller hakt. So, und hier gehe ich jetzt, schiebe ich mir die Würmer so drauf, also nicht am Kopf einstechen, sondern eher im mittigen Bereich. Stück schön auffädeln, dass wir den Haken ein bisschen verstecken können. Ein paar dicke Würmer sind doch im Paket dabei. So. Und schon sind wir einsatzbereit, ja?
So sollte es aussehen. Ich finde es mega lecker. Bin gespannt, ob die Welse das auch so sieht. Unser Köder ist vorbereitet und als besonderes Schmankerl werde ich dem noch ein bisschen Geruch verleihen. Geruch ist relativ, stinkt ganz schön, unser Bloody Worm Spray, aber es macht die Waller rasend. Haltet euch auf jeden Fall ein bisschen vom Boot weg, dass ihr nicht aus Versehen eure Mitangler ansprüht. So, und jetzt schickt man den auf Tauchfahrt. Wir haben eine Wassertiefe hier von 5,5 Metern. Es wird noch ein bisschen tiefer, geht knapp auf 7, wird wieder ein bisschen flacher. Am Anfang der Fischerei stelle ich meinen Köder circa 2 Meter über Grund ein, also dass er 2 Meter über Grund mitläuft. Ganz wichtig ist, beim Gewicht des Bleis, beim Gewicht eures Teasers, achtet ein bisschen auf die Strömungsgeschwindigkeit. Aktuell haben wir hier eine Strömungsgeschwindigkeit von circa 1 bis 1,5 km/h. 140 bis 160 Gramm Teaser laufen bei dieser Geschwindigkeit schön vertikal am Boot mit. Also es bringt nichts, wenn euer Köder irgendwo hinterhergezerrt wird oder vorneweg mit der Strömung mitgerissen wird. Ja. Das ist ganz wichtig, dass der Köder am Boot senkrecht nach unten geht. Beim Ablassen jetzt des Köders erkennt er schön die Tiefenlinie eures Köders auf dem Echolot. Der Köder sitzt jetzt direkt bei 4 Metern Wassertiefe, 2 Meter über Grund. Ich lege mir dann die Rute hier so direkt vor die Knie. Da habe ich das Echolot schön im Sichtfeld und kann alles beobachten, was da unten passiert. Zum Einsatz kommen jetzt diese Stängel hier. Wallerholz genannt. Ich habe einmal ein langes dabei, einmal ein kurzes. Kommt immer darauf an, wie hoch ihr von der Wasserlinie weg sitzt, mit was ihr besser zurechtkommt, müsst ihr ein bisschen üben. Und mit diesem Gerät hier, mit dem Wallerholz, erzeuge ich jetzt Druckwellen unter Wasser. Und die Druckwellen machen die Waller rasend, locken sie vom Grund auf hin zu eurem Köder und dann gibt es im besten Fall einen Biss. Ja, das knallt ganz schön. Das, was ihr hier oben im Mikrofon von der Kamera hört, das ist das Austrittsgeräusch des Wallerholzes, wenn es die Wasseroberfläche wieder verlässt, die Druckblase also platzt. Und diese Druckwellen werden nach unten hin weggestrahlt. Die nimmt der Waller auf und beginnt dann in dem Areal nach dem Verursacher zu suchen. Da gibt es ganz viele Thesen, was da den Waller wirklich rasend macht. Die einen behaupten, einen Konkurrenten in seinem Futterrevier. Die anderen Angler behaupten, die Druckwellen erzeugen ein Geräusch, was irgendeine Nahrung imitiert, die in der Nähe ist, die er dann angreifen will. Ja. Der genaue Grund, warum der Waller auf dieses Geräusch reagiert, auf diese Druckwellen und nach oben steigt auf Ködersuche, den kann ich euch auch nicht sagen. Ich bin leider kein Fisch. Fakt ist aber, dass es funktioniert und eine ganz tolle, schnelle, spannende Methode ist, um Waller zu fangen. So, und jetzt lassen wir uns einfach hier langsam den Fluss runtertreiben. Ich lege das andere Holz mal zur Seite. Brauchen wir jetzt nicht. Können wir immer noch testen, ob ein Holz mehr oder weniger hier die Waller aggressiv macht. Ihr erkennt es schon hier unten an den Köpfen der Wallerhölzer. Das hat einen relativ kleinen Kopf. So groß wie damals ungefähr das 5-Mark-Stück war. Hier ist ein richtiger, starker, nach außen gewölbter Kopf drauf. Wenn ich jetzt eine relativ ruhige Wassersäule habe, wie im Moment, wenig Wellen, wenig Schifffahrt, angle ich sehr gerne mit einem kleineren Kopf bis zu Gewässertiefen von ca. 8 bis 10 Metern. Das ist überhaupt kein Problem. Da bekommt er schöne Druckwellen hin. Wenn die Wasseroberfläche unruhiger wird, Wind, Welle, viel Schifffahrt oder das Wasser sehr, sehr tief, 20, 30 Meter, dann greife ich zu einem größeren Kopf, der auch stärkere Druckwellen nach unten schickt.
Merkt ihr schon richtig, da vibriert jetzt das ganze Schlauchboot. Da kann man das schön anpassen der jeweiligen Situation. So, und jetzt lassen wir uns mal langsam hier runter treiben. Wir sind nicht sehr schnell. Bei mir zu Hause auf dem Rhein bin ich sehr schnell unterwegs, stellenweise 2 bis 4 km/h. Ja, da klopfe ich oft durch. Also, und hier jetzt an der doch langsam fließenden Donau reichen 2, 3 Schläge. Hier ist ein Fisch jetzt schon am Köder. Schaut mal. Der Fisch ist über den Köder gestiegen. Ich gehe jetzt ein bisschen mit dem Köder hoch. Seht ihr den Wels? Da ist der Baller. Noch ist er da. Ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt gleich die erste Aktion bekommen. Interesse zeigt er auf jeden Fall. Ist immer noch da, kommt wieder hoch zum Köder. Oben kommt mein Köder rein. Jetzt klopft noch mal nach. Ist ja wirklich ultra spannend, also unglaublich, seht ihr selbst, wie schnell das gehen kann. Wir haben jetzt vielleicht 5 Minuten, sind wir die Donau hier runtergetrieben, haben ein bisschen geklopft, ich habe euch noch viel erklärt und schon war der erste Wels, der erste Interessent am Köder. War noch ein bisschen launisch, hat den Köder überstiegen, aber sie zeigen schon mal Interesse. Ich fahre jetzt auch gar nicht auf den Platz zurück. Sind ja einige Fische hier im Fluss unterwegs. Lass mich erstmal weiter treiben, merke mir aber diese Bereiche, wo ich aktive Fische gesehen habe. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Fisch. Ui, ist der schnell gekommen. Bis an der Rute, bis. Hängt. Dreimal dürft ihr raten, an welchem Haken er hängt. Kein Riese, aber der kleine Haken hat ihn verhaftet. Habt ihr gesehen, wie schnell das eben ging? Bam, bam, bam. Dreimal geklopft, rübergeguckt und schon ist er nach oben geschossen. Da brauche ich keinen Handschuh, den kann ich so packen. Seht ihr? Der kleine Haken. Den hat er nicht gecheckt. Der wollte mir die Würmer, der wollte von unten die Wurmspitzen wieder abknabbern, angreifen. Der kleine Haken hängt super bombastisch. Ja, Wurmbündel kann ich schon wieder erneuern. Ja, ratzfatz ist eine Dose Würmer weg. Da stehen sie drauf. Wissen wir jetzt nicht, ob das Spray jetzt wirklich das Mittel zum Erfolg war, aber 10 Minuten Angelzeit. 10 Minuten Angelzeit in Deutschland, kein Riese, aber der Zielfisch, der erste Fisch am Band. Ohne viel Schnickschnack. Das fetzt doch, oder? So, und schon ist die erste Dose Würmer fast aufgebraucht. Auch die kleinen Waller, die haben Hunger. Und die haben uns unser Wurmbündel schön dezimiert. Und ich glaube, ich bin ja ganz schön erschrocken. So eine 24er Dose kostet, glaube ich, 7-8 Euro im Angelladen. Und die haben wir jetzt schon fast leer gemacht. Aber seht ihr, wie schnell das gehen kann? Ne? Das ist ganz schnelles, effektives, einfaches Welsangeln. Beim Ansitzangeln schleppen wir alles ans Ufer. Brauchen Köderfische. Oder halt auch Würmer, aber noch größere Mengen. Und sitzen dann oftmals die ganze Nacht, ohne dass was passiert. Und jetzt, wir haben Mittagszeit,
Tageslicht, Angelzeit 10 Minuten, ein Fisch am Köder vorbeigeschossen und der nächste hat direkt gebissen. Das ist doch... Das ist doch effektives Welsangeln. Macht mega Spaß und ist noch ultra spannend. So, jetzt schauen wir mal. Einzige Problem an den Würmern, man muss halt immer echt schön kühl lagern. Wieder so anpassen, dass der kleine Haken in den Enden, den Wurmenden hängt, vom oberen Bündel. Geht noch was drauf. So, und jetzt bringen wir wieder ein bisschen von unserem Duftspray zum Einsatz. Deckel natürlich nicht ins Wasser. Brauchen wir noch, weil wenn es im Auto ausläuft oder in der Angeltasche, haben wir ein Problem. Stinkt die ganze Karre. Könnt ihr nicht mehr verkaufen dann. Außer ihr findet einen Angler, der Bock drauf hat. So, relativ nah am Ufer, aber haben noch knapp 7 Meter Wassertiefe. Auf geht's. Tauchfahrt wieder mit dem Kollegen. Knapp über Grund geparkt. Ja, wo sind wir vorhin stehen geblieben? Der kleine Baller hat uns ja unterbrochen. Genau, also wenn ich jetzt einen Fisch gesehen habe auf dem Echolot, der nur an Köder rangestiegen ist, aber nicht gebissen hat, fahre ich jetzt nicht direkt auf den Platz zurück, sondern merke mir ein bisschen ungefähr das Gebiet, wo er unterwegs war. Man kann ja dann das nächste Mal nochmal über den Platz oder wenn man ein ganzes Stück runtergetrieben ist und nochmal von oben starten möchte in seinem Gewässerrevier, in seinem Flussbezirk, nochmal diesen Platz exzessiv dann beangeln oder probieren, mit dem Boot da durchzutreiben. Ihr wisst ja, dass einer da ist. Aber ganz spannend oder ganz aufschlussreich ist das Ganze für mich natürlich auch beim Ansitzangeln später. Wenn ich an den Gewässern, wo ich aktiv unterwegs bin, Gebiete erkenne, Gebiete merke, wo mehrere Welse beim Klopfen aktiv werden, da ist es dann natürlich auch nie verkehrt, sich mal abends hinzusetzen. Mit der Ansitzrute, mit einem Tauwurmbündel vom Ufer oder mit einem Köderfisch vom Ufer. Das Einzige, wo ihr immer ein bisschen Acht geben müsst, also das Klopfen ist komplett legal, wenn ihr vom Boot angeln dürft in eurem Gewässer, aber wo ihr ein bisschen Acht geben solltet, wenn ihr in Gebieten unterwegs seid, wo Anwohner direkt am Wasser wohnen und ihr kommt auf die chlorreiche Idee, wird funktionieren, aber wenn er nachts irgendwann um 12 oder um 1 da durchscheppert, vor allem jetzt noch zur Sommerzeit, wo die Fenster alle offen sind, werdet ihr euch, glaube ich, keine Freunde machen, denn es schallt schon ganz schön. Die meisten Leute, die nichts mit dem Angeln zu tun haben, nichts mit dem Wallerangeln speziell, werden zwar mit dem Geräusch nichts anfangen können, aber wenn ihr in einem Tal unterwegs seid, könnt ihr definitiv davon ausgehen, dass die wach werden, die Anwohner. Aber Fakt ist, bei diesem Rhythmus hier, da muss der Waller mit. Die Waller stehen drauf. Hört ihr ja schon, glaube ich, auf dem Mikro von der Kamera, wie das schallt hier im Umland. Hier ist wieder ein Fisch ins Bild gekommen, aber ist ein bisschen weiter außerhalb des Kegels, also nicht genau am Köder.
Hier unten ist ein guter Fisch. Wie ich den anangeln kann, dann einfach folgendes. Gehe schnell ein Stück tiefer. Noch ein. Achtung, Fisch kommt hoch. Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt. Ruhig halten, wenn er steigt. Haut wieder ab. Kommt wieder. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ui, biss, biss, biss. Hängt. Verrückt. Verrückt! Zweiter Fisch jetzt. Vielleicht eine halbe Stunde auf dem Gewässer unterwegs. Könnte der Bruder vom ersten sein. Und? Welcher Haken hat wieder gehakt? Der kleine Einzelhaken. Der Maulfalte unten drin. Ganz vorsichtig wieder genommen. Ich habe hier erst einen kurzen Anstupser, dann wollt ihr fressen. Hier brauche ich eine Zange. Zack, schon frei. Wieder gut dezimiert, unser Wurmbündel. Schaut euch mal an, was der schon für einen Bauch jetzt hat. Ganz schön vollgefressen, der Kleine. Aber der Kleine wird irgendwann auch mal ein Großer. Aber es macht mega Spaß. Übrigens, Welse in der Größe sind die perfekten Speisefische. Ne? Viele fragen mich ja immer von der Größe her, der Waller. Aber in der Größe sind sie perfekt, auch super verwertbar für uns. So 1,80 Meter, den könnt ihr alleine nie aufessen. Aber die Größe hier, mega lecker, mit der Freundin daheim abends auf dem Grill. Schmeckt. Petri Heil. Ein paar Würmer haben wir noch, aber wenn das so weitergeht, müssen wir heute noch einen Angelladen Nachschub holen. Auf jeden Fall auch ganz wichtig, ihr seht es im Hintergrund, kommt gerade ein guter Dampfer hier hoch. Achtet beim Angeln vom Boot aus auf die anderen Schiffe, die im Wasser, auf dem Wasser unterwegs sind. Vor allen Dingen nachts, wenn man ganz konzentriert die ganze Zeit aufs Echolot guckt, ist es mir auch schon passiert. Kann es manchmal brenzlig werden, wenn ihr nicht darauf achtet, ob ein großes Boot auf euch zukommt. Immer Augen auf, egal wie spannend das Bild auf dem Echolot ist. Aber ihr seht, man muss gar nicht nachts unterwegs sein und irgendwelche Wagnisse machen. Es geht auch super gut bei Tageslicht. Würde ich jetzt ganz schnell rein, wenn der durch ist. Also größere Schiffe wirbeln immer den Grund auch auf. Die Fische sind dann oft ultra aktiv, deswegen schnell ködern. Zack. Alles wieder anpassen. Natürlich unser Stinkespray drauf. Der Teaser kann auch eine Portion vertragen. Ist mir übrigens auch schon passiert, dass ein guter Biss kam. Ich schlage an, alle Würmer noch dran. Da vermute ich, ist der Waller direkt auf den Teaser drauf gegangen. Im Wasser sieht es ja sehr, sehr ähnlich einem Wurmbündel. Aus diesem Grund auch den Teaser relativ nah am echten Wurmbündel setzen. So wisst ihr auch genau, wenn ihr jetzt mehr Strömung habt, dass euer Köder schön kompakt zusammen mittreibt. Und dann könnt ihr ein bisschen experimentieren. Wenn die Waller richtig aggressiv sind, schiebe ich den Teaser richtig nah an den Drilling. Und wenn sie ein bisschen vorsichtiger sind oder auch wenn ihr in Gebieten unterwegs seid, wo viel geklopft wird, wo ihr viel Angeldruck habt,
Also viele andere Angler auch mit dem Ballerholz unterwegs sind. Die Fische lernen draus, sie werden dann vorsichtiger. Dann ist es oft ratsam, den Teaser ein gutes Stück von eurem Wurmbündel zu entfernen. So, schickt man wieder in die Tiefe. Wir lassen jetzt erstmal runter, wir sind sehr nah am Ufer. Wir werden gleich noch ein Stück rausfahren. Ganz angenehm mit unserer Baitcaster-Rolle, da kann ich per Knopfdruck den Köder ablassen. Mit dem Daumen bremse ich dann so ein bisschen mit, bis er auf der gewünschten Wassertiefe ist. Und bin sehr, sehr schnell. Und wenn er dort ankommt, wo ich ihn haben will, einfach kurz die Kurbel betätigen. Und schon geht's weiter. So, ein bisschen Ordnung auf dem Boot machen. Mal kurz den Motor anmachen, weg vom Ufer. So, vielleicht haben wir Glück und kriegen noch einen ans Band. Einzige, was ich vergessen habe, ich habe halt auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt so knallt, ein Handtuch oder irgendein Lappen. Ich bin jetzt nämlich voll mit Ballerschleim und Wurmerde. So, okay. Fisch ist da. Ist ja verrückt, was ist hier los? Achtung, Fisch kommt hoch. Fisch ist am Köder. Ganz vorsichtig. Ihr könnt auch, wenn sie ganz vorsichtig unterwegs sind, mal die Schnur in die Hand nehmen. Da fühlt ihr das richtig. Das ist 100 Pro das Spray. Das ist 100 Pro das Spray. Das macht die rasend. Fisch ist immer noch am Köder. Aber ich spüre nichts. Schaut mal aufs Echolot. Da seht ihr einen Baller genau unterm Köder. Das hier ist der Wels. Die rote Linie ist der Wels. Jetzt geht er wieder hoch ans Wurmbündel. Da ist er. Das hier ist der Baller. Genau am Köder. Ich habe gerade runtergelassen. Ich habe gerade eben runtergelassen. Fupp. Guter Fisch auf dem Echolot. War zweimal am Köder, aber nimmt nicht. Ich probiere jetzt den Köder mit dem Fisch mitzuführen. Runter. Jetzt kommt. Geht wieder weg. Jetzt kommt er hoch. Hängt. Der ist besser. Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der ist so lange jetzt mitgelaufen. Das ist der Wahnsinn. Da zweimal am Köder der Fisch, wieder runtergegangen. Ich habe ihn dann probiert über die Schnur anzuangeln. Hat mir richtig schön, schaut mal, Finger geschnitten. Alter Vater. Die Hände jetzt natürlich aufgeweicht. Uiuiuiui. Haben wir ein Stück raus. Geht in die Packung rein. Den wollten wir haben, jetzt sind die Würmer eh leer wahrscheinlich. Wenn wir den kriegen, können wir heimfahren. Alter Vater! Steht gut unten. Und er zieht das ganze Schlauchboot. Wahnsinn! Wahnsinn! Leichten Gerät. Das ist wirklich verrückt.
im Herzen von Deutschland die leichten Routen, solche Fische ans Band zu bekommen. Angeln für die Mittagspause. Angeln für die Mittagspause. Welsangeln für die Mittagspause. Der dritte Fisch jetzt, falls wir ihn kriegen. Auf jeden Fall deutlich über den Meter. Jetzt kommt er. Uiuiui, kein schlechter, kein schlechter. Das sind schon die Baller, die dann richtig Spaß machen am leichten Gerät. So, bei dem Kollegen nehme ich aber einen Handschuh. Kleineren konnte man im Genick packen, jetzt geht er wieder runter. Aber es macht mega Laune, macht wirklich mega Laune. Aber ausgedrillt. Na komm. Da kommt er. Dreimal dürft ihr raten, seht ihr das? Der kleine Haken wieder vorne in der Maulfalte. Der Drilling ist an der Seite dann eingeschlagen. Unglaublich, unglaublich. So eine Wahnsinnsfischerei. Immer mal leicht berühren die Baller, wenn sie hochkommen, je nachdem wie sie hängen. Bei größeren Fischen, die richtig knapp hängen, habe ich auch schon reingegriffen, aber ihr müsst damit rechnen, wenn der Fisch richtig Power hat, der zieht euch durchs ganze Boot. Und wenn er reingreift, vor allem bei den Haken, festhalten. Wenn ihr zurückzieht, dann besteht die Gefahr, dass ihr einen Haken irgendwo auch durch einen Handschuh in die Finger kriegt, Haken ins Schlauchboot und dann ist der Mist, will ich es mal so betiteln, richtig am Dampfen. So, jetzt ist er nochmal ausgerastet. Wir sind ganz nah am Ufer, aber immer noch tiefes Wasser. Da kommt er. So, ich greife mir wieder hier das Vorfach. Oder hinlegen. Leicht rangehen. Juhu! Schaut euch diesen Klopfwaller an. Oh. Und definitiv können wir jetzt nach Hause fahren. Die Würmer sind leer. Ganz. Guckt mal, wo der hängt. Guckt mal, wo der hängt. Der Drilling komplett frei. Der ist hier eingeschlagen. Und hier an der Seite der kleine Einzelhaken. Guckt mal, wo der hängt. Jetzt muss das Wasser hängen, die Rute. Treiben jetzt ans Ufer ein bisschen. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich habe die Zeit, jetzt euch mal kurz den Fisch zu zeigen. Also da sage ich jetzt mal, das ist schon ein starker Klopfwaller. Den wollten wir haben. Wahnsinn, der dritte Fisch. Drei Dosen Tauwürmer durchgeballert. Ich bin richtig schön eingeschleimt. Wahnsinn, Wahnsinn. Mega toller Fisch. Richtig toller Fisch. Ich würde sagen, wir können jetzt in den Angelladen fahren, neue Würmer holen. Drei Fische, vielleicht 2 Stunden Angelzeit. Das hat sich doch gelohnt. Petri Heil.
Ja, der hat ein schönes Chaos hier am Teaser veranstaltet. Das werden wir später in Ruhe entwursteln. Nachsetzen kann ich eh nicht mehr. Würmer sind leer, aber ein mega Fisch mit dem leichten Gerät. Drei Fische jetzt, Angelzeit vielleicht 2 Stunden, mitten in Deutschland. Es war der Hammer. Probiert's mal aus. Ich werde jetzt mich kurz entschleimen und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.